Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Miscreation. Und ja, mir ist durchaus bewusst, dass Miscreation nicht Misskreation heißt. Aber ist in Ordnung. Oh mein Gott, ist das laut Spiel. Das laut ist ganz schön Spiel. Holy moly. In der letzten Folge haben wir den ersten Boss besiegt. Ich kann mich nicht mehr nach rechts bewegen. Jetzt ist ja alles kaputt, Leute. Was? Okay. Die Entwickler haben gesagt, sie haben sehr viele Bugs mitbekommen in der Einführungswoche. Und heute, aua, gucken wir uns in diesen komischen, oh Gott, oder wir sterben einfach in diesen komischen Baum. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Warum ist das Spiel plötzlich so laut? Und hier hätten wir unter anderem ein Ei. Denn dieses Spiel hat euch recht gut gefallen, wie ich das mitbekommen habe. Oh mein Gott, was machst du für komische Sparkle-Effekte? Ich mag Sparkle-Effekte sehr, aber ob das mir gefällt, wenn Gegner das machen, weiß ich nicht so genau. Und ich finde diese Dinger hier immer noch sehr, sehr gruselig, muss ich sagen, mit ihren komischen Beinen. Was meint ihr, welche Fähigkeit haben diese Sparkles? Also man kriegt jetzt eine DNA. Was meint ihr, was kriegt man von denen? Neugierige Teile. Oh mein Gott, erstmal nachgucken. Langer Hals. Oder ein Larvenkopf. Oh mein Gott, wir könnten uns zu einem Insekt machen. Okay, ich überleg's mir. Blinder Schlund. Das klingt sehr gut. Ich hätte gerne einen blinden Schlund. Oh ja. Okay, wir werden jetzt also immer mehr zu einem Insekt. Was zum Frick sind wir denn jetzt? Wir sind eine Mischung aus Eichhörnchen, Insekt und Wolf. Fliegen, Dingsbums, Dizzy. Aua, mein Gott, sind diese Dinger stark. Ein Glück bin ich Überlebenskünstler und weiß, wie ich mir das Fleisch aus den Gegnern raussauge. Ich weiß... Oh mein Gott, okay, jetzt kriege ich die Bugs ja doch mit aus dem Spiel. Holy shit, okay. Ich hätte gerne dieses Fleisch, wenn ich es denn irgendwann mal essen könnte. Dankeschön. Es fehlt doch irgendwie eine nach unten Attacke oder so. Stirb, komisches Funkelding. Ich bin der Einzige, der funkeln darf, aber danke für dein Fleisch. Was bist du denn für ein Viech? Na, oh mein Gott, er schießt! Das sieht aus wie so ein Pelikan gedödelt. Sie sieht so aus wie... Warte, wie heißt dieses eine Pokémon? Aua, dieses eine Pokémon. Jetzt lass mich mal in Ruhe. Du Mini-Boss hier. Aua! Darf ich ins Wasser? Nein. Ich hätte vielleicht erstmal die DNA mitnehmen sollen. Du willst mir ja so erzählen, ich darf hier nicht in dieses leichte Gewässer rein. Ah nee, es geht doch noch tiefer, wie es aussieht. Aber das Viech sah doch jetzt wirklich aus wie ein Knuffenser, oder nicht? Da bin ich aber sehr gespannt, was sie hier bekommen. Neugierige Glieder. Einen Felix-Schwanz. Oh mein Gott, ein Felix-Schwanz? Von diesem Hasen Felix, oder wie? Wisst ihr was, wir machen erstmal gar nichts. Wir gucken mal, was wir sonst noch so bekommen. Wir müssen ja nicht immer die erstbeste Mutation mitnehmen. Wir können auch mal eine Mutation auslassen, um zu gucken, ob aus dieser Mutation vielleicht noch eine, wow, bessere Mutation wird. Was ist denn bei ihm gerade abgegangen? Und so wie ich das verstanden habe, kann man, wenn man die Gegner hier vernichtet, von denen eigentlich auch eine DNA bekommen. Oder aber, das ist noch eine zusätzliche Fähigkeit, die man braucht. Das kann auch sein, aber an sich, in der Beschreibung stand zumindest, yo, Bro, wenn du andere auffrisst, dann kannst du deren DNA fressen. Du bist, was du isst. So heißt es doch. Man kennt's. Hallo, bist du ein Freund? Du siehst lieb aus. Als ich das letzte Mal hier war, wurde diese Säule erhöht. What? Gibt's ja gar nicht. Und was hat es mit dieser Säule auf sich? Weiß er selber nicht. Aber du siehst fast aus wie ich. Bist ein bisschen, nein, vielleicht doch nicht. Du siehst eher aus wie ein Affe und ich wie ein Fuchs. Also bin ich cooler als du. Sind wir jetzt bei diesen Nusstypen hier oben oder wo landen wir jetzt? Ein ganz neues Gebiet. Okay, da will ich erstmal nicht hin. Okay, aber hier können wir auch gar nicht weiter. Hier brauchen wir irgendwie einen Dribble-Jump-Gedönsel-Dönsel. Oder wir müssen, ah ja, yeah, diese Säule meint er, glaube ich, wo ich jetzt gerade draufstehe. Die hier wird wahrscheinlich irgendwie höher gemacht oder so. Oder man kriegt irgendeine Fähigkeit, dass man hier hüpfen kann. Irgendwie sowas. Na gut, dann gucken wir uns doch das neue Gebiet an. So, guten Tag. Dizzy ist endlich hier. Da, hier ist das so richtig bunt, ey. Okay, der scheint auch lieb zu sein. Hi. Was bist du für ein Vogel? Eine verwirrte Kreatur. Oh, warum funktioniert diese Schützenpflanze nicht? Brauche ich ein spezielles Körperteil oder so etwas? Das ist ein sehr guter Tipp. Funktioniert nur bei Kreaturen mit Pflanzenteilen. Ah ja, die... sagenumwobene Pflanzi in die Luft sprengi Dengi. Alles klar, ich begebe mich auf die Suche und hörte diesen Schokobo dafür. Na guck mal, jetzt haben wir sogar seine DNA bekommen. Ja, das Vogelhorn! Ich meine natürlich das Schokobohorn. Okay, das muss ich ausrüsten, Leute. So, hier, geil. Okay, Leute, wir werden immer mehr zum Schokobo. Okay, wir müssen uns vielleicht doch nochmal gelb machen. Was bist du für eine komische Pflanze? Hier gibt es so viele komische Wesen. Die Welt ist sehr scary. Au, okay, es tut mir auf jeden Fall weh. Ich kann es nicht angreifen, aber es tut mir weh. Was bist du denn für ein Bambi-Reh-Gedöns? Bist du ein Reh? Bist du Bambi? Wieso greifst du mich an? Danke für deine DNA. Hirschohren. Ah, okay, nein, Ninja. Was macht der Ninja hier? Den habe ich ja überhaupt nicht gesehen.
Okay, ja. Ist das, was ist das? Ist das ein Grashüpfer oder ist das eine Gottesanbeterin? Ich glaube, das ist eine Gottesanbeterin. Aua, oh nein, okay, Gottesanbeterin. Kirche hat hier keinen Platz in diesem Wald. Kirche, verlasse diesen Wald. Dünner Hals. Oh ja, sehr gerne. Ja, viel besser als vorher. Jetzt sind wir eine Mini-Giraffe. Hallo, ich wachse noch. Ich bin noch ein Insekten-Giraffanchen, aber bald bin ich eine echte Giraffen-Insekten-Eichhörnchen-Kolonie sogar. Keine Ahnung. Oh mein Gott, was ist das hier schon wieder? So viele neue Sachen. Ein Knopf zum Runterdrücken. Der Knopf ist grün geworden. Ich sehe dich da oben, du komisches Ninja-Viech. Aber wir brauchen immer noch ein Pflanzenteil. Wo kriegen wir dieses Pflanzenteil her? Vielleicht ja von dem nächsten Schokobo. Nee. Wieso lassen die jetzt alle DNA fallen? Was ist denn bei denen kaputt? Vogel, arme Leute. Na gut, ich habe einfach die Blob-Nobs ausgerüstet. Na gut, sieht sowieso viel witziger aus. Jetzt bewegen wir uns nur noch mit unseren Beinen vorwärts. Unsere Vorderarme sind einfach richtig unnötig. Wir sind jetzt wie so ein T-Rex. Oh Gott. Bitte töte mich nicht. Ich bin der Nachfahre des T-Rex. Ich bin kleiner geworden. Alles wird kleiner mit der Zeit, Leute. Nee, andersrum, ne? Unterkieferteil. Ja, doch. Wir sind jetzt ein missgebildeter T-Rex. Das ist schon in Ordnung. Kann ich dich... Aua. Missgebildeter T-Rex ist leider gestorben. Das Spiel ist so doof. Gut, ich vermute mal, wir müssen da oben an diesen roten Knopf. Das heißt, wir müssen über die böse, böse Pflanze, die uns gerade getötet hat, rüberspringen. Das sieht schon arg dämlich aus, wie wir uns bewegen. Ja, hi, da bin ich. Oh, sorry. Weiterer Knopf. Was tut dieser Knopf? Anscheinend brauchen wir noch einen Knopf. Warum sind hier so viele verschiedene Leute? Oh nein, wir kommen nicht an das Chromosom ran, Leute. Ach, dafür sind die Knöpfe wahrscheinlich da. Okay, sterbt. Ich muss diesen Knopf betätigen. Es tut mir leid, aber ich bin die einzige Kreatur, die hier überleben darf. So, was habe ich von dir noch bekommen? Hörschmaul, braucht keiner. Pflanzenteile! Oh, jetzt haben wir in jedem DNA-Teilstück irgendwas Pflanziges, oder was? Wir könnten eine einzige Pflanze werden, Leute. Ich finde diesen Schwanz doof, deswegen holen wir uns jetzt mal hier so einen Blumenschwanz. Ja, viel besser. Ich bin eins mit der Natur. Wir haben jetzt ein Pflanzenteil. Heißt, wir können jetzt diese komischen Pflanzen hier aktivieren. Oh ja, danke schön. Oh, das ist sehr nett von dir. Danke, liebe Pflanze. Ja, richtig. Ich bin auch ein von Typ Pflanze. Ich bin auch von Typ Normal und von Typ Insekt und von Typ Missgeburt, aber auch Typ Pflanze. Hörstummel. Gut, dann können wir jetzt auch die erste Pflanze hier unten benutzen. Mal gucken, wo die uns Tolles hinbringt. Nirgendwo. Ja, geil. Die bringt einfach absolut gar nichts. Danke. Danke, kleine Pflanze. Aber diese Pflanze, die muss uns auch woanders hinführen. Come on. Ich frage mich auch, warum da unten so viele Stacheln sind. Was wollen die beschützen? Oh Gott, ich glaube, das war genau der falsche Weg, nicht wahr? Komm hier hoch. Nein, meine Flügel sind zu klein. Dabei habe ich schon... coole Wolfsflügel oder so. Okay, ich glaub, wir sind gleich da. Ich habe so das Gefühl... Nee, hey, hier waren wir schon mal. Hä, hey, was soll ich denn hier machen? Ich kann nicht hoch genug köpfen, Leute, um hier weiterzukommen. Da oben komme ich nicht hin mit einem Doppeljump. Okay, Moment. Haben wir noch irgendwelche Beine, die uns noch mehr geben? Nee, nur Speed? Flügel vielleicht. Blattflügel? Schwaches Fliegen. Ja, mega. Ich hole mir die Blattflügel. Okay, sieht zwar total bescheuert aus. Ich mochte die Flügel davor auf jeden Fall sehr viel mehr. Und Vogelarme würden uns auch noch mal höher springen lassen. Na gut, holen wir uns mal die Vogel... Oh mein Gott, wir sehen immer hässlicher aus. Was wird denn das aus uns hier? Das finde ich überhaupt nicht gut. Ah, und der Mund ist dafür verantwortlich, was man für Angriffe hat. Hier, mit der Kannpflanze können wir beißen und spucken nämlich. Da hätten wir eine Fernkampfattacke. Gar nicht so schlecht. Okay, so, das muss jetzt aber lang. Ich kann jetzt nur minimal höher hüpfen. Ich bin richtig hässlich geworden dafür. Das langt einfach nicht. Au, danke. Hier geht das halt auch nicht. Oder? Hier geht genau so. Wow. Nein, hallo. Ich mag euch komischen Ninjas nicht. Aua, du machst voll viel Damage. Jetzt hör mal auf. Jetzt ohne Witz. Die Macht des Stärkeren gewinnt immer Antennenteil. Okay, habe ich mir schon immer gewünscht, so ein Antennenteil. Aber ich komme jetzt trotzdem nicht da hoch. Ich habe leider gar keine Ahnung, was ich machen muss. Okay, guck mal, hier haben wir sogar eine Karte an diesen Reisestationen. Okay, wir müssen da hoch, dann da hoch. Ja, aber da... Oben rechts komme ich nicht hin. Hallo, ich habe leider gar keinen Plan, was ich machen soll. Weißt du vielleicht Bescheid, was ich machen soll? Weiß er nicht. Bitte sage mir, was ich tun soll. Du mit deiner komischen Nuss. Oh, vielleicht geht das? Warte mal. Geh mal kurz... Nein, aua. Chocobo, ich habe dich schon einmal vernichtet. Das ist jetzt nicht cool, dass du mich nochmal angreifst. So, wenn ich das hier aktiviere, dann fliege ich ja recht hoch. Und wenn ich dann noch ein... Oh nein, das ist die Lösung.
Ich habe hier original 10 Minuten umhergewandert. Weil ich gerafft habe, was ich machen muss. Und ich musste einfach nur einen Doppelsprung hier machen. Alles Klärchen. Also, obwohl wir so groß sind, der Schlauste sind wir auf jeden Fall noch nicht. Ich glaube, unser Kopf muss sich nochmal verändern, damit da ein größeres Gehirn reinpasst. Oh, eine Biene. Ich bin eine Biene. Ich bestäube Blümchen. Oh, die Königin ist wütend. Kehrt um. Hui. Oh, Bosskampf oder was? Bist du die Königin? Apinia, die Goldene. Oh, jemand arbeitet nicht hart. Psst, dann die Arbeit. Okay, okay, ich arbeite gerne. Oh Gott, ein Bosskampf. Ich bin eine Giraffe. Du willst doch nicht... Oh, okay. Du willst doch nicht wirklich gegen eine Giraffe kämpfen, oder? Zack. Ich mach dich fertig, du komische... Biene Maya. Karel Gott ist tot. Und so... Aua, wirst auch du sterben. Komm her. Ich weiß genau, was du vorhast. Aua, okay, du triffst mich halt trotzdem. Das ist vollkommen in Ordnung. Denn ich als Giraffe kenne dein Angriffsmuster nun. Du nutzt immer nur deinen Stachel statt deines Kopfes. Okay, du nutzt auch deine... Aua, deine Untertat, das ist sehr schlau von dir. Aua. Leute, jetzt lag das aber mal hier. Jetzt fress ich dich auf. Ohne Witz, das geht hier so nicht weiter. So, du wirst jetzt gefressen. Und dann ist das hier nämlich mein Königreich. Gib mir... Oh nein, gib mir deine DNA. Nein, als ob, ich hätte sie nur noch einmal essen müssen. Okay, ich gebe es zu, das letzte Mal konntest du mich überrumpeln. Allerdings weiß ich jetzt dein Angriffsmuster in- und auswendig und deswegen wirst du mich kein einziges Mal mehr treffen. Ich werde dich jetzt vernichten, ohne dass du irgendwas machen kannst. Na los, greif an, ich weiß doch, was du tust. Zack, und gefressen. Gegen eine Giraffe kommst du niemals an, egal, ob du alleine oder mit deinen Untertanen kämpfst. Ich bin die Giraffe Dizzy und... Giraffe Dizzy. Oh Gott, jetzt kommt ihre Untertat. Oh, okay, okay. Das habe ich mit Absicht gemacht, damit sie sich nicht so schlecht fühlt. Weil ohne einen Treffer, das ist wie beim Sport, da gibt man dem Gegner auch einen Gnadenpunkt, damit er sich nicht so schlecht fühlt. Damit er denkt, jo, ich habe wenigstens einen Punkt gemacht. So. Och, mein Süßer. Ja, mein Süßer. Meint sie jetzt mich oder meint sie ihren Gatten, den sie aufgefressen hat? Oder, keine Ahnung, egal. Teile von Apina. Dankeschön. Können wir jetzt selber so einer Biene werden? Gräme dich nicht, kleine Biene da unten. Ich habe deine Königin besiegt. Königin ist wütend? Nein, die Königin ist tot. Nun gut. So gehabet euch wohl. Was haben wir denn Schönes bekommen? Wir haben einen Apinias Krause-Kopf bekommen. klingt wie ein Name von irgendeinem Comedian. Na gut, was noch? Apinia Flügel. Anständiges Fliegen. Bisher können wir nämlich nur schwach fliegen, aber jetzt können wir anständig fliegen, Leute. Oh, guck mal, wie hübsch wir sind. Okay, da passt jetzt aber mehrere Sachen überhaupt gar nicht zu. Haben wir vielleicht noch andere Ohren? Vogelohren. Die würden halt schon mehr passen, aber das ist alles so teuer. Dünner Hals finde ich eigentlich ganz geil. Oder Apinias Krause. Dann sind wir aber nicht mehr so groß. Und ich glaube, wir schüchtern die anderen Gegner ein, wenn wir so groß sind. Nee, wir lassen das so. Gut, also jetzt können wir fliegen. Das ist anständiges Fliegen. Das sieht genauso aus wie vorher. Aber wir sind ein wunderschöner Schmetterling. Naja, wunderschön vielleicht nicht, aber wir sind ein Schmetterling. Alles klar. Vielleicht ist jetzt ja die Säule wieder oben. Hallo, bitte, sonst weiß ich nicht, wo ich hin muss. Oh, nö. Ja! Ah, guck, Bienenkönigin hier besiegt. Säule geht nach oben. Ja, okay, dann würde ich sagen, was ist mit dem zweiten Fight? Anscheinend ist das ganz gut pro Episode ein Boss. Hier brauchen wir den nächsten Boss. Und das sieht aus wie so ein Wächter, den wir schon gesehen haben, mit der goldenen Nuss. Mal gucken. Gut, dann würde ich aber sagen, was ist das mit dieser Folge? Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.